Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass unsere Konsumgesellschaft regelrecht darauf angewiesen ist, dass es möglichst viele Menschen gibt, die noch nicht so richtig wissen, was sie eigentlich wollen. Also nicht nur im Geschäft, sondern auch auf ihrem Lebensweg. Denn das ist doch klar, wenn jemand wirklich weiß, was er will und er sich dann auf den Weg macht, und sei das nur ein Briefmarkensammler, der sein Glück im Sammeln von Briefmarken erlebt und dem das Briefmarkensammeln ein und alles ist. Ein solcher Mensch, der einen Sinn, der es geschafft hat, seinem eigenen Leben einen Sinn zu verleihen, der ist nicht mehr manipulierbar. Der fällt aus. Da können die Werbestrategen machen, was sie wollen. Dieser Briefmarkensammler will nicht dreimal in die Südsee fliegen, es sei denn, es gibt dort irgendeine besondere Briefmarke. Der braucht auch keinen Porsche und der braucht auch dieses und jenes nicht. Der braucht im Grunde genommen, wenn der einmal durch die Stadt geht, der braucht fast nichts von dem, was da alles angeboten wird. Und wenn das wirklich so ist, dann ist das Schlimmste, was dieser Gesellschaft passieren kann, dass immer mehr Menschen auf die Idee kommen, genau nach dem Sinn zu fragen. Es wäre schon was Spannendes, wenn wir uns fragen, könnte das sein, dass wenn plötzlich den Dingen, den Menschen andere Dinge bedeutsam werden, wenn ihnen plötzlich anfängt, was anderes wichtig zu sein als bisher, wenn sie nicht mehr unbedingt jeder umso besser oder so gut er nur irgendwie kann funktionieren wollen, sondern wenn sie versuchen, das anzustreben, was man ein gelingendes Leben nennt, dann, wenn da viele auf so eine Idee kämen, wird es eng für unser gegenwärtiges System und möglicherweise schneller, als wir denken.